oder dick, kurz oder lang, und besucht mal Baba, Papa. Baba, Papa, Baba, Mama, Baba, Bella, Baba, Letta, Baba, rechts, Baba, Baba. Denn kein Fenster, das mich widerspiegelt. Bin ich schön oder glaubst du, dass ich zu viel wiege? Bin ich nicht zu mager, bin ich nicht zu dick? Wie sind meine Augen denn im Augenblick? Bella, 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 bella. Niemand weiß die Antwort schneller. Bella, 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 bella. Wie schön man wirklich ist. Bella, 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 bella. Bin ich nicht zu klein? Bin nur ich alleine? Schön hier von uns dreien. Wie sind meine Beine? Finden Sie neun Zehen auch ein bisschen schick? Und mein Name klingt doch wohl wie Musik. Na hör mal. Baba, bella, bella, bella. Wer weiß die Antwort schneller? Baba, bella, bella, bella. Als ich, wie schön ich bin. Baba, bella, bella, bella. Kein Spiegel zeigt es heller. Baba, bella, bella, bella. Wie schön ich wirklich bin. Glaubst du, dass ich groß bin? Möchtest du ein Foto? Wie ich sitz in einem schicken gelben Auto? Möchte jemand klatschen? Tu es, wer es will. Will mich jemand malen? Ich steh still. Baba, bella, bella, bella. Kein Mensch weiß die Antwort schneller. Baba, bella, bella, bella. Wie schön man wirklich ist. Baba, bella, bella, bella. Durch dich wird alles heller. Baba, bella, bella, bella. Weil du ein Püppchen. Oh, ist das wahr? Genau, weil du ein Püppchen bist. Ist es nicht ein Riesenspaß, wenn man dem Vater hilft? Dinge tut, die seinen Vater wirklich freuen. Ist es manchmal schwer und ist man schnell matt? Vater merkt, dass man ihn lieb hat. Ist es nicht ein Riesenspaß, wenn man dem Vater hilft? Mitarbeiten kann im Garten, Stall und Haus. Im Flur, im Keller und zusammen auch mal mit der Mutter richtig Ordnung macht. Abends sieht dann alles richtig sauber aus. Denn ein gutes Kind hilft den Eltern gern. Ab und zu hole bitte dies, hole bitte das für Papa. Ja, es ist nicht leicht, doch es macht dir Spaß, wenn mein Vater hilft. Hilft, 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 hilft. Nicht nur Papa freut sich, sondern auch Mama. Ist es nicht ein Riesenspaß, wenn man dem Vater hilft? Dinge tut, die seinen Vater wirklich freuen. Gras zusammenhakt, wenn der Vater grad seinen Rasen abgemäht hat. Ist es nicht ein Riesenspaß, wenn man dem Vater hilft? Vater beim Stapeln hilft, habt ihr mal Holz. Das macht dem Vater Freude. Weißt du mit den Dingen nicht, wohin weiß Vater das? Vater ist nicht nur dein Freund, sondern dein Stolz. Ja, ein gutes Kind hilft dem Vater gern. Und sagt er, hol mir bitte dies, hol mir bitte das. Tut man's dann. Ja, ist es nicht ein Riesenspaß, wenn man dem Vater hilft. Hilft, 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 hilft. Weil man dann auch manchmal, weil man dann auch manchmal dafür einen großen Bonbon haben kann. Liebe Hausgeister, wo bleibt?
Ihr kommt herbeheimer schnell, ihr seid sonst doch immer zu still. Nun fehlt dir schon zum Nachdenken der Mut. Dir fehlt ja nur ein Einfall, einen Einfall muss man haben, nen Einfall und dann geht der Rest ganz gut. So ein Einfall, der kommt sehr oft über Nacht, es kommt drauf an, was man draus macht, so mancher wurde dadurch schon berührt. Das haben wir nicht gleich zum Ziel, doch wir bringen den Kopf mit ins Spiel, denn dessen wird der Mensch nun mal gerührt. So ein Kopf ist nun mal zum Nachdenken da, es wird dir eben nichts geschenkt. Hast du den guten Einfall gehabt, dann sagst du dir jawohl, hurra, doch das kann nur wer denkt. Weil manche Leute nachgedacht, hat uns das sehr viel eingebracht. Wir haben Rad und Feuer und Motor. Wenn diese Leute nichts gemacht, nicht mal für uns nachgedacht, so ginge uns das schlecht, stell dir das vor. Ja, du brauchst ja doch nur einmal einen richtig guten Einfall. Nimm Einfall und dann geht der Rest ganz gut. Mancher wurde dadurch schon berühmt. Und hast du mal gut nachgedacht, dann kommst du nur und sagst, ah, ich hatte einen Einfall heute Nacht. So ein Kopf ist nun mal zum Nachdenken da, es wird dir eben nichts geschenkt. Hast du denn
Einfall gehabt, dann sagst du dir, jawohl, hurra, doch das kann nur, wer denkt. Ja, du musst dir doch nur einmal den richtig guten Einfall. Nen Einfall und dann geht der Rest ganz gut. Papa selbst ist völlig rosa. Rosa, du machst einen Scherz, wie ein Rabe, ein ganz großer Papa, Mama, ist schwarz. Papa, Kuss ist gelb wie Butter, Mama, lala, grün, so grün wie Gras. Barbaletta, die wirkt einfach in Orange viel netter. Wie Baba Bu aussieht, das ist was. Pünktchen in Rot, Grün und Weiß. Der hat sich wohl sehr oft bekleckert. Violett ist Barbabella, Barbarix ist Kornblumenblau, Barbawum ist rot wie ein Tuch. Roter geht es überhaupt nicht. Sie kommen heute zu Besuch. Baba, Mama, Baba, Ritz, Baba, Bella, Baba, Letta, Baba, Wum, Baba, Bo, Baba, Kuss, Baba, Lala. Sie hat gerne Jungen um sich, am liebsten den ganzen Tag.
weil doch kein Vater, keine Mutter ihrem Jungen je so viel verbieten mag. Babaletta ist die Schlauste, sie ist sehr schlau und das weiß sie ganz genau. Sie schenkt den Jungen Puppen zum Spiel, sie mag kein Schießgewehr. Möchte mehr als Jungen lernen, drückt bei schönem Wetter auch die Schulbank sehr. Babaletta ist die Schlauste, sie ist sehr schlau und das weiß sie ganz genau. Sie weiß, sie ist ein Mädchen und will nichts anderes sein. Doch wird ein Junge frech, dann stellt sie ihm sofort ein Bein. Will ein Junge sie rumkommandieren, mach dies, mach das, mach so. Na, der kriegt was von ihr zu hören, der wird diesen Tag ganz sicher nicht mehr froh. Babaletta ist die Schlauste, sie ist sehr schlau und das weiß sie ganz genau. Sie weiß, sie ist ein Mädchen, nur eins, das mag sie nicht. Wenn einer von den Mädchen als den dummen Schwachen spricht. Sie hat gerne Jungen um sich, am liebsten den ganzen Tag, weil doch kein Vater, keine Mutter ihrem Jungen je so viel verbieten mag. Babaletta ist die Schlauste, ist sie schlau, sie ist sehr schlau und das weiß sie ganz genau. Ein Pferd ging schnellen Schrittes in eine finstere Kneipe, bestellte dort ein Bier sich, trank's aus in einem Zuge. Doch war's noch immer durstig, hat's doch nen großen Magen, konnt's noch viel mehr vertragen und noch sehr viel mehr. Ein Pferd ging schnellen Schrittes in eine finstere Kneipe, bestellte dort ein Bier sich, trank's aus in einem Zuge. Doch war's noch immer durstig, hat's noch nen großen Magen, konnt's noch viel mehr vertragen und noch sehr viel mehr. So bestellte es sich 2, 3, 4, 5, 6 Biere, danach 10 volle Liter und dann ein ganzes Fass. Die Leute an der Theke und all die anderen Gäste, die staunten gar nicht schlecht und kamen nicht zurecht. Und so bestellte es sich 2, 3, 4, 5, 6 Biere, danach 10 volle Liter und dann ein ganzes Fass. Die Leute an der Theke und all die anderen Gäste, die staunten gar nicht schlecht und kamen nicht zurecht. Das Soff genüsslich, bis alle Gläser leer waren. Danach, wer glaubt das denn noch, legt es 3 Pferdeäpfel in einen Aschenbecher. Dann winkte es dem Kellner, ließ sich die Rechnung geben, zahlte und verschwand. Papa, 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 Papa
der Zylinder drei, dann hat man einen mehr als zwei. Vier Zylinder, das sind grad ganze zwei Zylinder im Quadrat. Juppadi und Juppadi.